Niedersachsen wählt. Und auch Sie haben die Wahl. Die Wahl im Ersten. Erste Wahl. Gewinner und Verlierer jetzt bei uns im Wahlstudio. Hochrechnungen und Analysen. Mein Gott, wird das ein spannender Wahlabend. Und natürlich haben wir auch die Reaktionen im Internet für Sie. Die Landtagswahl in Niedersachsen. Heute, Leihersten. Spannender, meine Damen und Herren, kann Sport nicht sein. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Niedersachsen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Mehr als 6 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ministerpräsident McAllister von der CDU will die seit 10 Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition fortführen. Sein sozialdemokratischer Herausforderer Weil strebt ein Regierungsbündnis mit den Grünen an. Mit ersten Ergebnissen wird kurz nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr gerechnet. Die Abstimmung gilt auch als Stimmungstest für die Bundestagswahl im Herbst. Deutschland hat Mali mehr Unterstützung im Kampf gegen Islamisten zugesagt. Bundesaußenminister Westerwelle kündigte in der Bild am Sonntag finanzielle Hilfen an. Zudem werde man Ausbilder für die malische Armee entsenden. Gegen ein größeres militärisches Engagement sprach sich Bundesentwicklungsminister Niebel aus. Entwicklungshilfe sei das schärfste Schwert gegen Extremismus, sagte er der Welt am Sonntag. Bislang stellt Deutschland 2 Transportflugzeuge. Unterdessen hat in Mali das Militär, unterstützt durch französische Truppen, die Stadt Diabali zurückerobert. Die Islamisten zogen sich gestern nach Luftangriffen aus dem strategisch wichtigen Ort zurück. Frankreich stellt derzeit 2000 Soldaten für die Militäraktion. Der Vorsitzende der Westafrikanischen Wirtschaftsunion, Ouattara, fordert im Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein stärkeres Engagement Deutschlands, auch mit Truppen. Nach dem Ende der Geiselnahme auf einem Gasfeld in Algerien hat US-Präsident Obama der Regierung in Algier Unterstützung zugesagt. Die USA würden weiter eng mit ihren Partnern zusammenarbeiten, um Terrorismus in der Region zu bekämpfen, hieß es aus Washington. Die algerische Armee hatte die Anlage im Osten des Landes gestern gestürmt. Offiziellen Angaben zufolge wurden insgesamt mindestens 23 Geiseln und 32 Islamisten getötet. US-Präsident Obama tritt heute offiziell seine 2. Amtszeit an. Er wird am späten Nachmittag den Amtseid im Weißen Haus ablegen. Die öffentliche Vereidigung soll dann morgen vor dem Kapitol in Washington mit Hunderttausenden Zuschauern stattfinden. Zur Stunde laufen hier noch die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten. Auch Vizepräsident Biden wird heute erneut vereidigt. In den USA haben landesweit tausende Menschen gegen eine Verschärfung der Waffengesetze protestiert. Nach dem jüngsten Schulmassaker hatte Präsident Obama ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das unter anderem eine stärkere Überprüfung von Waffenkäufen und ein Verbot von besonders gefährlichen Sturmgewehren vorsieht. Das Recht zum Tragen einer Waffe ist in den USA durch die Verfassung garantiert. Die Wetteraussichten. Vom Westen bis in die Mitte Schnee oder gefrierender Regen, Glatteisgefahr. Im Norden und Osten trocken, gebietsweise Sonne, Höchstwerte zwischen -7 und +6 Grad. Wir melden uns wieder mit dem Wochenspiegel um 12.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.